Zuschauer von TV21, wir sind wieder am Biohof Schramm. Mhm. Heute suchen wir kein Gemüse, heute besuchen wir kein Gemüse und tun auch keines mitnehmen, sondern wir tun heute, also wir nicht, die Junior-Chefin des Hauses tut heute kochen. Was kriegen wir heute Gutes? Und zwar, ich habe da ein Bio-Kissel vorbereitet und da findet sich ganz viel buntes Biogemüse, wie man sehen kann. Wir fangen an mit der Farbe Gelb. Da haben wir mal eine Zucchini. Mhm. Ja? Zucchini ist ja sehr vielseitig verwendbar. Wir beginnen jetzt einmal mit der Hauptspeise, wo wir eine Gemüsepfanne, also eigentlich eine bunte Gemüsepfanne, zubereiten. Und nachher brauchen wir das Ding auch nochmal. Mhm. Gut, also Zucchini. Dann haben wir auch noch, wenn wir jetzt schon bei Gelb waren, gelbe Paradeiser. Wir haben da Paradeiser-Raritäten, also wir gehen da auch ins Rot oder auch ins Blau-Violette, also drei verschiedene Paradeisersorten oder auch den traditionellen Salat-Paradeiser, den habe ich da auch dazu gemischt. Dann gehen wir weiter zu Karotten, ganz traditionell, und Paprika in Orange oder auch in Schwarz. Die hast du jetzt letztens gemacht. Ja, das war herrlich, ja. Das hat was. Genau, und damit es noch ein bisschen bunter wird, haben wir auch Rot dazu genommen. Und was wir heute auch noch dazu nehmen, sind Pfefferoni in Rot und Grün. Die sind beide bitte mild, okay? Die sind nicht scharf. Die wachsen beide am selben Strauch und wir wissen eigentlich gar nicht, warum die rot wird und die grün, weil das ist eigentlich eine Sorte. Okay. Mhm. Verfeinern werden wir das Ganze. Oh, da habe ich noch was vergessen. Ich stelle das mal kurz mal. Eine Melanzani gibt es auch noch dazu. Verfeinern werden wir das Ganze mit violettem Basilikum. Und als Hauptspeise, also was wir auch noch dazu machen, ist mit dieser tollen Melanzani, werden wir in Scheiben schneiden und da werden wir dann so Rollchen machen und werden Mozzarella dazugeben. Mhm. Das kommt dann ins Backrohr und das ist einfach eine gute Abwechslung zum Fleisch. Weil also Gemüse mit diesen Melanzani-Rollchen. Reis gibt es keinen, sondern? Nein, das ist richtig. Wir verwenden heute Hirse, einmal was anderes. Das kochen wir auf und lassen dann quellen und das wird dann auch hineingemischt. Und wenn man es ein bisschen cremiger haben möchte, kann man auch Creme Fraiche verwenden. Das werden wir noch dazu mischen, damit alles noch ein bisschen cremiger ist. Kann man natürlich auch ohne Creme Fraiche machen. Mhm. Genau. Und die Hirse, wie kann man den Geschmack beschreiben? Hirse schmeckt, ich finde es eigentlich süßlich ein bisschen sogar, okay. Ja. Mhm. Aber jetzt auch nicht zu süß, also es passt einfach gut dazu, hat einen guten Geschmack. Mhm. Aber ich kenne es euch schon gut, ihr esst es dann immer mit und dann... Dann werden wir schauen, wie es ist, genau. Okay. Ja, super, dann fangen wir jetzt einmal an. Damit das natürlich alles in dieser Pfanne da passt, müssen wir das natürlich schneiden. Und da fangen wir jetzt einmal an. Okay, dann gehen wir ins Eingemachte, wie man so schon sagt. Genau. Okay. Ja. Das haben wir fast vergessen, das ist ja nicht nur biologisch, sondern das ist auch vegetarisch. Genau, vegetarisch, weil wir natürlich nur frisches Biogemüse verwenden. Wir verwenden auch Creme Fraiche heute. Wenn man es vegan zubereiten möchte, lässt man das Creme Fraiche einfach dann weg und verfeinert es einfach mit Salz und Pfeffer. Perfekt. Biologisch, ja. Vegan oder vegetarisch? Je nach Geschmack. Genau. Gut. Jetzt gehen wir es an. Ja. So, wir beginnen jetzt, die Zwiebel zu schneiden. Viele weinen ja immer bei der Zwiebel. Ich nicht, weil ich habe Kontaktlinsen, das hilft. So. Zuerst die Schale mal runter. So. Ich verwende heute Rapsöl. Also ein bisschen Öl zum Anresten von den Zwiebeln, schön verteilt. Ganz traditionell mit Messer, es gibt ja da auch schon viele Maschinen oder Geräte, die das noch kleiner. Aber ich habe es eigentlich ganz gern, wenn es jetzt gar nicht so klein ist, der Zwiebel. Deswegen wird das ganz traditionell mit der Hand geschnitten. Warten wir noch ein bisschen. Hört mal, wie knackig frisch der Zwiebel ist. Das ist schon fällig. Genau. So,
Gut, dann wenn das Öl ein bisschen erhitzt ist, was jetzt eh schon der Fall ist, kommt die Zwiebel dann rein. So, dann rösten wir den einmal an, bis er schön glasig ist. Und es geht los mit der Zucchini. Die Enden werden abgeschnitten. So, die Zucchini einfach in Scheiben geschnitten. Immer so kleine Türmchen, dann kann man das besser mal in Würfelchen schneiden und du das dabei verbinden, weil der Zwiebel braucht ein bisschen länger. Wie gesagt, die Zucchini haben wir eigentlich schon kennengelernt das letzte Mal. Wir haben gelbe und grüne Zucchini und eigentlich heißt es ja, dass zwischen gelber und grüner Zucchini kein Geschmacksunterschied ist. Finde ich persönlich nicht. Also ich finde eigentlich, dass die gelben ein bisschen süßer sind und ein bisschen mehr Geschmack haben. Ja. Aus diesem Grund verwende ich heute die gelbe. Ich esse auch lieber. Und das schaut ein bisschen bunter am Teller aus. So, jetzt müssen wir da aufkommen. So, ein bisschen lassen wir den Zwiebeln ab. Wir gehen weiter zu den Peperoni in Grün und Rot. Die Peperoni schneide ich einfach in so kleine Ringel. Ganz schnell geht das. Und dann werden wir später auch testen, ob die rote Peperoni wirklich mild ist. Oder vielleicht hat sich ja doch etwas Scharfes da eingeschlichen. Ich kann einfach gleich die Zwiebel dazugeben. In der Zwischenzeit werde ich die Hirse noch kochen. Ja. Und zwar macht man das so bei der Hirse. Ich nehme immer eine Tasse Hirse und das Doppelte an Wasser. Manchmal gebe ich da nochmal mehr Wasser dazu. Was wir leider unseren Zuschauern jetzt nicht vermitteln können, ist der angenehme Geruch. Also das ist ja richtig, ja. Wirklich ganz, ganz toll. Es riecht ganz frisch, ja. Und das sieht man eigentlich im Auge. Und die Karotte hat das Vitamin A, was eigentlich sehr gut ist für das Auge. Ja? Also man sagt, man isst die Karotten, sieht man gut. Und das erkennt man daran, wie sieht die Karotte eigentlich aus.
So, ein bisschen rot wird uns da mal, würde ich sagen. Paprika. Immer noch ein Gerichtsmittel. Schau, sieht man schon wirklich, wie bunt eigentlich unsere Gemüsepfanne ist. Jetzt kommt noch ein bisschen was Schwarzes dazu. So. Und dann nehmen wir noch Paradeiser. Entfernen wir jetzt noch das Grünzeug. Die haben wir nämlich vorher frisch gepflückt aus dem Folientunnel. So. Also drei verschiedene Sorten Paradeiser haben wir da dabei. So. Das schaut schon bunt aus, ne? Dann kommt jetzt die Hirse. Die Menge an Stück war? Genau. Aber wir werden dann noch schauen, wie viel wir wirklich dann brauchen. Aber ich nehme mal 1 zu 2. Also eigentlich ähnlich wie beim Reis, ne? Genau. Dann verfeinern tun wir das Ganze mit violettem Basilikum. Das schneidet ihr jetzt. Kommt erst ganz am Schluss dann hinauf. Und was wir auch verwenden werden, ist unser iberisches Drachenkopföl. Nicht vergessen, es ist nur kalt zu verwenden. Das heißt, es kommt dann erst ganz am Schluss, gibt man dann ein Löffelchen einfach über das Gemüse. Eigentlich wollte ich auch noch mal ein Zahnröllchen machen. So. Wenn man die Melanzani von der Botanik her betrachtet, ist es eigentlich kein Gemüse, sondern eine Beere. Ja? Also so wie eine große Beere kann man sich das vorstellen. Wir denken aber, oder jeder glaubt, wenn man jetzt eine Melanzani sieht, dass sie eigentlich zum Gemüse gehört. Ja? Wir verwenden sie heute auch als Gemüse. Das heißt, ich schneide sie in Streifen, werde die Streifen dann anbraten an jeder Seite und dann kommt der Mozzarella hinein und dann noch ein Spagrohr. Okay? Damit es wirklich schön dünn wird, schneide ich das mit der Brotschneidermaschine. Ja? Das werden wir jetzt dann anbraten. Da brauchen wir noch eine andere Pfanne. Kommt drauf an, wie groß der Hunger immer ist, ist ja klar. So, dann nehme ich wieder unser Rapsöl. Ich tue die Melanzani ein bisschen pfeffern und salzen. Das ist natürlich ganz individuell, wie das jeder gerne machen möchte. Anna mag es nicht salzen, Anna schon. Ich mag das natürlich schon. So, bisschen pfeffern. So, perfekt. Gut, da haben wir jetzt Creme fraiche Mozzarella.
bisschen Salz. Genau, im Backofen kann man dabei auch schon vorheizen. Das ist, was ich jetzt da machen werde. Und zwar nehme ich da immer Heißluft. In der Küste. Gut, wie geht es unserer Hirse? Das schaut schon sehr gut aus. Unsere Gemüsepfanne. Was man auch noch reingeben kann, ist natürlich Knoblauch, um das Ganze zu verfeinern. Das werde ich dann auch noch machen am Schluss. Jetzt kümmere ich mich einmal um die Melanzane. Sehr gut, ist eigentlich ein Knoblauch drüber. Genau, das kann man natürlich dann auch drüber geben. Also man kann sich dann entscheiden, Drachenköpfel, Knoblauch oder alle Gourmetöle kann man dann einfach über das Gemüse geben. Das ist natürlich dann ganz, wie jeder möchte. So. Natürlich immer ganz saisonales Gemüse nehmen. Jetzt im Moment haben wir eben Paprika, Zucchini, Karotten sind zum Beispiel eigentlich immer lagern, das kann man eigentlich immer dazu nehmen. Paradeiser nimmt man halt jetzt eher im Sommer, etwa. Aber Hirse ist natürlich eine super Alternative zu Reis. Wir haben hinten aber auch dann zum Beispiel also im Hofladen noch Dinkelreis oder man kann dann auch zum Beispiel mit Hummus arbeiten. Ja. Also mit Kichererbsen, Leinsamen könnte man auch hineinmischen. Also wir haben da ganz viele Köstlichkeiten, womit sich Gerichte verfeinern lassen. Aber alles kann ich jetzt natürlich nicht auf einmal zeigen. Deswegen schauen wir uns heute einmal das an. Ich drehe da immer wieder die Melanzane um, weil die sind so dünn geschnitten, dass es halt leicht auch anbrennt. Deswegen muss man da auch schauen. Ja, das tut sich ein bisschen zurück sogar. So. Sonnenstucker haben wir da auch, perfekt. Mit denen werden wir das dann nämlich fixieren. Ich werde dabei den Mozzarella, wo habe ich jetzt mein Messer? Da. In dünne Scheiben schneiden, weil die dann in der Melanzani platziert werden. Das Ganze kann man natürlich auch mit Schafkäse machen. Der Mozzarella zerrinnt halt ein bisschen besser. Ist eigentlich schon beliebter bei den Leuten, aber manche mögen halt auch gern Schafkäse und damit lässt sich das natürlich auch super verfeinern. Eigentlich schon, ja. Also man sagt zwar immer, wenn man daheim kocht, ist es so aufwendig und so, aber überhaupt nicht. Also ich habe jetzt auch alles mit der Hand geschnitten. Es gibt dann natürlich auch Geräte, womit das schneller geht. Ich habe da auch den Thermomix, wenn ich da alles reinhaue, ist es innerhalb 20 Sekunden ganz klar geschnitten. Also das, damit kann man sich natürlich auch helfen, aber heute habe ich euch das alles im Detail gezeigt, deswegen. So, na dann. Melanzane kommt da jetzt her. Dann schneiden wir das einmal so. Dann wird das einfach schön eingerollt. Und damit es auch so bleibt, mit einem Zahnstocher. Kann man natürlich auch ohne, aber es zerrinnt dann öfters. Und da ist es einfach viel leichter mit einem Zahnstocher. Hier sind das sollte jetzt schon weich sein. Perfekt. Man kann es eigentlich noch ein bisschen weicher kochen lassen. Das wäre mal, wenn wir noch Zeit haben. Es ist ein bisschen knackig. Aber das passt da und der Herd einmal funktioniert. Machen wir es auf 6. Also auch Melanzane sind sehr vielfältig verwendbar. Man kann, also ich habe letztens erwähnt, diese Zucchini-Schiffchen, da kann man natürlich auch Melanzani-Schiffchen machen, je nach Geschmack, wie man das gerne möchte. So, Sandstocker. Und daher.
Und zwar tun wir da ein bisschen Salz dazu. Und dann Pfeffer. So, jetzt kommt dann noch das Basilikum darauf. Und jetzt haben wir da wirklich eine ganz bunte Gemüsepfanne, wie man sieht. Und dann geht's los, würde ich sagen. Die letzten drei kommen gleich dazu. Gut. Dann würde ich sagen, decken wir da mal auf. Was natürlich nicht fehlen darf, unser Drachenkopföl. Wie gesagt, das ist schon offen, deswegen steht es im Kühlschrank. Ich stelle das da her und jeder gibt sie dann nach Belieben einfach so viel rauf, wie er möchte. Man könnte die Wiese dann natürlich auch da dazu mischen. Einige mögen natürlich mehr Wiese, einige weniger, einige mögen nur das Gemüse. Deswegen haben wir das jetzt getrennt und kann sich das dann selber vermischen. Gut, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf unsere Röllchen, die wir schon dabei hinschmilzen im Ofen, wie man sieht. Und dann können wir natürlich schon beginnen zu essen. Der beste Teil kommt natürlich am Schluss. Ja, und so, erzähle ich noch einen Fakt. Und zwar die Italiener haben ja immer gesagt oder geglaubt, dass die Melanzane giftig sind, weil sie zu den Nachtschattengewächsen gehören. Und wer Melanzane oder Aubergine, werden sie auch genannt, wer das isst, ist verrückt, haben die Italiener geglaubt. Und jetzt essen sie es selber in Mengen, wie Pizza und Nudeln. Aber ja, also Melanzane sind eigentlich wirklich sehr gesund. Wenn man es von der Botanik her betrachtet, gehören sie zu den Beeren. Wir sollen aber, es gehört zum Gemüse einfach. Und ja, wie gesagt, sehr vielseitig verwendbar, wie Zucchini. Wie gesagt, wir haben jetzt Röllchen gemacht, man kann es natürlich auch in die Gemüsepfanne reingeben, man kann es grillen, man kann es Suppen machen und Salat. Es gibt so viele Sachen. Das ist einfach wirklich toll, wie vielseitig verwendbar dieses Gemüse oder diese Beere ist. Mozzarella ist jetzt schon ziemlich zerschmolzen, so habe ich das sehr gerne. Deswegen werden wir das jetzt herausnehmen. Vorsicht, heiß natürlich. So, na bitte. So, gleich fresh. Dann tun wir das, wenn ich die Knoblauchpresse hier trage, ne? Wir tun ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Das ist eher unser Salzlöffel. So. Ein bisschen Pfeffer. So. Jetzt tun wir jetzt noch eine schöne Schüssel rein. Gekommen, das Essen. Ihr seht hier unsere bunte Gemüsepfanne. Wir haben das Grimfresh jetzt anders verwendet.
Wir haben da jetzt nämlich einen Dip gemacht mit Knoblauch, Salz und Pfeffer, ganz einfach verrührt. Kann man einfach zu essen. Und unsere tollen Melanzani-Röllchen mit Mozzarella und Hirse. Damit war ein bisschen Kohlenhydrat dabei. Dazu gibt es was Gutes zum Trinken. Wir haben da einen Bio-Apfel-Karottensaft. Der schmeckt wirklich fantastisch. Genau, der ist vom Obstbau Philipp Kömer denn. Und es gibt da ganz viele verschiedene Sorten, also Apfel-Himbeere, Apfel-Wechsel und natürlich dann Apfel-Gala, Opal, Topaz. Das sind die ganz verschiedenen Apfelsorten, von süß bis sauer. Und bevor wir jetzt zu essen beginnen, geben wir uns noch ein bisschen Drachenkopfhörer drüber. Also, warum gibt man das nicht gleich drauf? Weil das kalt gepresst ist und wenn man das erhitzt, dann gehen die ganzen Vitamine, Enzyme und Eiweißverbindungen verloren. Deswegen ist ganz wichtig, bitte nur kalt verwenden und sobald man es einmal offen gehabt hat, dann in den Kühlschrank stecken. Ja, also. Bei der Gelegenheit möchten wir uns mehr recht herzlich auch bei der Mama bedanken, dass sie uns die Küche zur Verfügung gestellt hat. Ja, das stimmt, ja. Also, danke Mama. Weg kann man zu sehen. So. Ja, gut. Na dann. Mahlzeit. Dann kostet es. Genau. Ich habe da noch Salz und Pfeffer, wenn ich ein bisschen noch salzig mache. Sehr gut. Einmal den Dip, genau. Ich habe meiner Frau gefragt, was ich mir unter dem Paradies vorstelle. Das da. Das kommt dann schon sehr nahe, ja. Mhm. Ja. So, die Hirse ist absolut spitze. Das ist wirklich nicht nur Alternative, sondern wirklich ein wertvoller Ersatz für den. Auf jeden Fall. Und das enthält sehr viel Zink, was natürlich sehr gut für Haare und Nägel ist. Früher nimmt man da oft so Kapseln und so. Kauft es einfach Hirse und macht es dazu. Das ist für einfach. Mhm. Also alles, was da ist, ist jetzt eigentlich, was man das eine oder andere Medikament ersetzen kann. Genau, ja. Da zum Beispiel ist der Knoblauch drin, das ist gut für die Blutreinigung. Auf jeden Fall, genau. Das Gemüse ist die Frucht, ist der Frucht. Ne? Ja, eigentlich schon, ja. Schmeckt auch sehr gut, könnte man auch mit Schafkäse auch vorstellen, also wenn man es jetzt noch würziger will, habe ich das, genau, das ja. ganz gut, ja. Genau, ja. Fantastisch. Also ich habe da einen Schafkäse auch mit Kräutermantel gehabt. Und dann habe ich auch überlegt, ob ich einen für, aber wir haben uns dann doch für Mozzarella entschieden. Aber nächstes Mal probieren wir es mit dem Schafkäse. Ja, ich muss mir jetzt auch noch Käse nehmen, weil meine Haare müssen nicht länger werden. Also als Nachspeise haben wir uns heute was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar machen wir einen leckeren Kuchen aus dem berühmten Teff-Mehl. Okay? Teff, was ist das? Das ist eine Hirseart, auch so genannt Zwerghirse oder Liebesgras. Und das ist gemahlen hier, wie man sieht. Ja? Aber ein Teffkorn, also ein Weizenkorn, ist eigentlich so groß wie 120 Teffkörner. Ja? Und das muss man einfach ein paar Mal durch die Maschine laufen lassen, damit es überhaupt so fein wird, weil das Teffkorn alleine schon so, so klein ist. Ja, Teffmehl ist ein Low-Carb-Mehl. Es hat ganz viel Protein, ganz viel Eiweiß, ist deshalb auch sehr für Sportler geeignet. Und ja, es ist einfach sehr gesund. Das gibt es nur als Vollkorn-Variante. Warum? Weil man, man kann das Korn nicht schälen, ja? Weil das eben so klar ist. Deswegen ist es einfach nur als Vollkornvariante erhältlich. Es ist dunkel, also wenn man backt, das wird es dann eh sehen, es ist ein dunkles Mehl. Schaut fast so aus, wie wenn wir Schokolade dazu gegeben hätten. Machen wir aber heute nicht. Und zwar habe ich mir heute überlegt, dass wir die halbe Zucchini verwenden, die wir vorher für die Hauptspeise nicht verwendet haben. Die werden wir dazu reinreiben. Dann Backpulver brauchen wir, ja, Eier, Milch gehen wir dazu, eine Butter. Dann in den Kuchen selbst werden wir noch handgeschält hineinmischen. Und oben tun wir es dann noch, jetzt habe ich es falsch gesagt, den Leinsamen gelb werden wir noch in den Kuchen hineinmischen und den Hanf geschält werden wir oben dann bestreuen, den Kuchen. Ja, so, wir fangen jetzt einfach einmal damit an. Und zwar nehmen wir da unser Teffmehl. Das können wir uns eher ein bisschen genauer anschauen. Wie gesagt, es schaut schon ein bisschen dunkler aus, wenn man das genauer anschaut. Ich nehme jetzt einmal 250. Ich bin eigentlich so, also ich bin ja meine Mama,
backt ja ständig und die backt so gute Sachen. Also ich bin eigentlich, ich habe nie selber gebacken, weil ich einfach immer so gute Sachen bei meiner Mama gekriegt habe. Und jetzt, seit ich in der Karenz bin, habe ich einfach immer mir gedacht, ich würde das jetzt auch probieren, ich würde das auch kennen, was die Mama macht. Und jetzt habe ich halt einfach immer die Mama gefragt, hey, wie machst du das? Und sie hat mir dann das oft gezeigt und so. Sie hat das ganz genau aufgeschrieben und ich probiere aber einfach oft gern Sachen dazu oder halte mich jetzt nicht so genau an Rezepte. Okay, also ja, schauen wir mal, was da heute rauskommt. Also wir haben jetzt 250 Gramm Teffmehl genommen. Einen Zucker werden wir auch reintun. So. Aber natürlich nur die Hälfte. Also das sind dann 125. Das ist jetzt ein bisschen mehr war. Gut. Dann haben wir gesagt, dass wir den Leinsamen reinmischen. Ich habe jetzt den gelben, also den goldenen Leinsamen genommen. Vielleicht sticht er auch dann schön raus, weil der dunkle Leinsamen, den würde man ja dann im Teffmehl eigentlich gar nicht sehen. Weil, wie gesagt, das Teffmehl dann ein Vollkornmehl ist und daher sehr dunkel. Gut, damit das Ganze auch sehr saftig ist, haben wir jetzt auch unsere Zucchini reiben. Die reibe ich da jetzt einfach. Schauen wir mal. Das ist fast ein bisschen zu. Genau, dann machen wir das so. Dann wird das ganz saftig. Dann machen wir das doch ein bisschen größer. Wie gesagt, Zucchini hat 95% Wasseranteil. Das heißt, das wird den Kuchen sehr saftig machen. Und für mich ist ja die gelbe Zucchini immer ein bisschen süßer. Deswegen werden wir die gelbe Zucchini reinschneiden, weil der Kuchen dann schön natürlich süßer ist. So, das reicht jetzt einmal für unseren Kuchen. Schauen wir mal, wie viel wir da haben. So, da fehlt jetzt ein Löffelchen. So, also wie gesagt, wir haben jetzt 250 Gramm Teffmehl, dann haben wir 130, ich wollte eigentlich nur 120, aber egal, 130 Gramm Zucker, da haben wir den Bio-Kristallzucker verwendet und jetzt haben wir fast 200 Gramm Zucchini noch dabei. Gut, das Ganze vermischen wir jetzt einmal. Gut, dann kommt jetzt, geben wir zwei Eier dazu. Man kann die Eier auch vorher schlagen, dann wird das Ganze noch flammiger. Ich tue es meistens einfach so dazu mischen, das reicht auch. So, dann dürfen wir nicht vergessen, Milch. Dann nehme ich auch ca. 200 ml. Da haben wir noch ein bisschen was dazu. So. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist Backpulver, damit das alles schön aussieht. Und auch Butter geben wir auch noch dazu. Genau, von der Butter ca. 60 Gramm. So, jetzt wird das alles noch gemixt. Backofen, dann mal wieder vorheizen.
und ganz flott ist dieser Kuchen fertig. Jetzt wird er noch in die Form gefüllt. So. Ich will das gar nicht zu voll füllen, weil es dann übrig geht, übergeht. Wie man sieht, ist schon tatsächlich. Wie was? Wie Schokolade. Ja, ist ein Wahnsinn, oder? Also, wir haben wirklich da keine Schokolade, ich setze meine Zeugen da, ja. Also, ja. Und es hat wirklich nicht viel Kalorien, also es ist wirklich ein Low-Carb-Mehl. So. Gut, und das Ganze kommt jetzt rein für ca. 20 Minuten. 25 Minuten müssen wir schauen. Und ja, dann dürfen wir den Kuchen kosten. Genau. Zum Kuchen kann man dann natürlich auch unsere leckere Bio-Mizza-Schindler Erdbeermarmelade nehmen. Die haben wir vom Biohof Kaiser. Die wird auch verkauft im Hofladen. Die Mizza-Schindler ist die Königin der Erdbeeren. Das ist wirklich die süßeste Erdbeere und hat einen ganz besonderen, einzigartigen Geschmack. Und deswegen wird sie auch die Königin der Erdbeeren genannt. Oder was auch außergewöhnliches aus dem Markfeld ist der Weinviertler Biofruchtaufstrich aus Kiwi. Das kennt ihr schon aus unserem ersten Beitrag. Ja, das ist aus dem Markfeld und das ist natürlich auch eine nicht so alltägliche Alternative zum Dazuessen von Frucht. Also Kiwi und Erdbeeren haben wir heute zur Verfügung. Fertig gebacken und das werden wir jetzt gleich mal testen. Und weil das sehr, sehr heiß ist, suche ich da alle Handtuchzahn, was meine Mama da hat. Und werde das jetzt einmal gleich umladen. So. Die Herzform, und wie ihr seht, das ist ganz dunkel. Ja? Also es ist nicht, weil der Kuchen jetzt verbrennt ist oder so. Das ist Mehl, Teffmehl ist einfach ein Vollkornmehl und deswegen hat das auch diese braune Farbe. Bitte zu bedenken, es ist keine Schokolade in diesem Kuchen. Kann man natürlich auch dazu mischen, aber ja. Na bitte. Wunderbar. Da haben wir jetzt unseren leckeren Kuchen. Und wie ihr gesehen habt, der ist wirklich ganz, ganz einfach zubereitet. Ja? Also ich habe da einfach die Zutaten zusammengemischt und dann im Ofen dran. Und es schaut wirklich dunkelbraun aus. Also das Mehl hat diese Farbe, es ist nicht verbrannt, es ist einfach ein sehr gesundes Vollkornmehl. Und wir verwenden jetzt diese Mizza-Schindler-Schokolade, die Königin der Erdbeeren. Da werde ich das jetzt oben ein bisschen so... Marmelade in Schokolade. Marmelade, genau, danke. Werde ich das da ganz bestreichen. So. Und dann geben wir da unsere Hanfnüsse auf. Die Schokolade ist eigentlich natürlich, die Marmelade ist eigentlich für den Geschmack natürlich. Aber auch, dass natürlich die Hanfnüsse dann halten. So. Und fertig ist er. Ein super Ding für jeden Muttertag. Genau. Einfach, ist wirklich schnell zubereitet. Oder Vatertag. Das schafft jeder. Ja, und super gesund, ne? Genau, das lassen wir uns den schmecken. Und dazu gibt es jetzt noch den Sirup des iberischen Drachenkopfes. Ja? Ein ganz erfrischender Sirup, ja, den spritzt man am besten mit kaltem Mineralwasser. Den werden wir uns jetzt auch dazu schmecken lassen.
Also leckerer Teffkuchen mit iberischem Drachenkopfsirup. Guten Appetit! Ganz flaumig, wie man das sieht. Dazu kann man jetzt noch diesen Bio-Kiwi-Fruchtaufstrich essen. Da können wir dann immer schön hineintippen. So, und jetzt lassen wir es schmecken, würde ich sagen. Faszinierend. Schmeckt super und war eigentlich relativ schnell fertig. Ja, Wahnsinn. Also man mischt das wirklich zusammen. Es ist fluffig, gell? Mhm. Absolut, ja. Frisch und man kann natürlich auch, man kann da variieren. Ja. Also es ist da, sind da jetzt geschälte Hanfnüsse oben. Man kann auch Leinsamen natürlich aufgeben. Also ganz verschiedene Sachen oder irgendwelche Beeren. Oder total saftig, also das ist etwas. Das sind aber glaube ich auch die Zucchini. Also wie wir wissen, haben wir Zucchinis 95% Wasseranteil und die machen das auch sehr saftig. Und diese Hanfflocken oder wie man dazu sagt, die schmecken auch sehr gut. Das ist, kann ich mir vorstellen, dass ich gesund bin. Hanfprodukte sind ja auch noch nicht gesund. Sind sehr gesund, haben auch die wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Und der ist geschält. Das ist natürlich aufwendig, weil Hanfnuss ist ja auch eigentlich sehr klein. Mhm. Deswegen sind die auch natürlich teurer. Aber sind fürs Backen und so viel besser. Wenn man die ganzen Hanfnüsse reintut, ist es sehr hart. Okay. Und die sind einfach schön saftig und leicht zu beißen. Ja, der Sirup passt da gerade wirklich gut dazu und vor allem, ich trinke ihn seit einiger Zeit und ja, das ist eine große Gefahr, macht süchtig. Ja, man könnte ihn zum Beispiel auch ins Joghurt reinmischen, ja, oder einfach auch in den Kuchen. Ja. Also er ist wirklich, ein Sirup ist natürlich auch sehr vielseitig verwendbar und er ist wirklich erfrischend. Ja. Also an heißen Sommertagen ist es auf jeden Fall. Ich habe ihn zum Beispiel reingemischt in die Haferflocken. Super, ja. Das schmeckt fantastisch. Ja, das glaube ich. Na so, ja, ist derzeit auch im Hofladen erhältlich. Also dieses Teffmehl, das ist ein Korn. Genau, das ist ein Korn. Mhm. Wir sehen hier dieses Teffkorn, also das kleine Ding da ist eigentlich ein Teffkorn. Okay. Und Teff ist eigentlich eine Hirseart, also eine Zwerghirse. Hier abgebildet sehen wir die normale Hirse, also ein Hirsekorn. Und da im Vergleich ein Teffkorn, ja, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und 120 Teffkörner sind circa so groß wie ein Weizenkorn. Wahnsinn. Ja. Also, dass man das nicht schälen kann, verstehe ich. Ja, das geht gar nicht. Wobei Vollkorn ist sowieso gesünder. Auf jeden Fall. Und auch schon zum Mahlen ist das Mehl sehr aufwendig. Mhm. Ja, wie man sieht, das ist wirklich ganz, ganz klar. Aber ja, man kann das auch in Kuchen, in Brot dazu mischen und man kann das auch beißen, weil das eben so, so klar ist. Das heißt, gegenüber dem Weizenmehl ist das einiges gesünder. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, da kann man auch ohne ein schlechtes Gewissen die ein oder andere Mehlspeise essen. Genau. Gut zu hören. Genau, deswegen ist es als Low Carb Mehl wird es bezeichnet. Mhm. Kommt eigentlich aus Äthiopien, dort ist es sehr bekannt. Mhm. Und bei uns wird es leider noch nicht oft angebaut, aber. Ich finde es so super, es ist für mich so ein Powerkorn, weil man einfach so viel damit machen kann. Und ich muss mich glutenfrei ernähren und von dem her ist es für mich überhaupt. Okay, also es ist glutenfrei. Mhm, also es ist glutenfrei. Hirse ist ja in dem Sinn eigentlich kein Getreide. Also man sagt eigentlich Pseudogetreide. Hirse, Amaranth, Quinoa. Mhm. Das ist alles glutenfrei. Mais. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich kein Getreide. Okay. Ja. Und es schmeckt gut. Es schmeckt gut, genau.
war der zu lange in der Sonne? Ja, bin ich auch nicht mehr. War er zu lange in der Sonne? Keine Ahnung, gell? Oder fragen wir die Expertin? Da bist du. Nein, aber nicht so lange in der Sonne. Das Geheimnis ist gelüftet. Das ist einfach eine andere Sorte. Ja, also das violette Basilikum. Wir haben ihn schon verkostet heute. Schmeckt genau, tadellos. Den haben wir über unsere Gemüsepfanne dann gestreut. Natürlich kann man auch Petersilie nehmen, aber violettes Basilikum ist halt mal was anderes dann. Hat super geschmeckt. Danke, ja. Ja, jetzt haben wir wunderbar gegessen. Mit wunderbaren Naturprodukten, vor allem biologischen Produkten. Jetzt haben wir da genug Wirtschaft hinterlassen. Mit vollem Magen gehen wir jetzt. War eine spannende Sache. War wirklich interessant. Und vor allem, wenn man gesehen hat, gerade beim Kuchen in einer Rekordzeit fertig, auch das andere Essen. Das heißt, Ausrede zählt nicht, dass es zu zeitaufwendig ist. Ne? Überhaupt nicht. Also, wie gesagt, man kann sie auch mit den Schneiden helfen durch diverse Geräte, aber es ist so schnell zubereitet und so frisch und der Geschmack ist einfach einzigartig, dass man das eigentlich jeden Tag machen kann. Und das Tolle ist, wir haben da wirklich alles von euch, vom Laden. Genau, also man kriegt das alles bei uns im Hofladen. Und wenn Sie uns eine Mail schreibt mit Rezept, kann ich das auch gerne zusenden. Oder ihr schreibt es mit beim Video. Und dann kriegt ihr ja dieses Kochkistel, könnt ihr dann auch abholen. Mhm. Ja? Und ja, hier nochmal der Kuchen. Den kriegt jetzt dann die Karin. Und es ist kein Schokokuchen, auch wenn er so ausschaut, sondern das macht wirklich nur das Mehl. Genau. Also es ist wirklich ein Vollkorn-Teff-Kuchen. Ja. Also Naschen ohne schlechtes Gewissen. Genau. Und ohne und wenig Kalorien. Da sagen wir schon recht herzlichen Dank und wir freuen sich auf eine Fortsetzung. Ja, danke schön auch an euch. Danke.